Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar, hatte ich halt im Juli Geburtstag und also ziemlich Ende, Anfang August, also am 31. Und deswegen habe ich mir nichts gekauft im Juli, so auf Mangas halt. Und dann habe ich halt zum Geburtstag Teilegutscheine bekommen. Und davon habe ich mir was bestellt. Und da habe ich auch einmal die Copics bekommen. Die hier, das 20er Set. Die sind jetzt leider keine Stifte drin, wie weiß ich die alles schon draußen habe. Und ja, was sollte ich jetzt noch sagen? Genau, ja, also dann habe ich mir etwas bestellt und das ist richtig viel geworden diesen Monat. Das hat dann auch für Juli und August, wie ihr bestimmt sehen könnt. Und ja, dann fangen wir auch gleich mal an. Und zwar war ich halt auch einkaufen, dann habe ich mir auch noch mal was gekauft. Und zwar ist es Martillus Mysteries. Books, wie man das nur ausspricht. Die Farbseite ist schön. Sehr schön. Und die auch, die finde ich voll toll. Und ja, so ein bisschen mit Zeichenstil. Und hier ist so ein Pottchen drin. I love Jojo. Ja, schon wieder, sag ich mal. Und ja, den stelle ich jetzt einfach mal zu dem hier dazu. Aber das mache ich jetzt einfach schnell so. Ja, das ist, glaube ich, ein Einzelband. Und da war auch die Schokokarte drin. Oder die Schokokarte. Finde ich auch ganz schön. Dann machen wir weiter mit die Schokohexe Band 2. Die habe ich für eine Freundin gekauft. Ja, weil ich finde das irgendwie... Eine andere Freundin hat die Reihe... Also die liest die. Und dann lese ich halt bei der. Und das ist halt auch für eine Freundin. Ja. Lege ich jetzt mal da drüben hin. Dann sind es ja hier die Previews, die ihr bestimmt schon alle habt, mit dem Schokosauce-Poster. Und dann die Carson-Preview. Lost CTRL. Und ich spreche lieber nicht aus. Ja. ja, auf jeden Fall machen wir jetzt ein bisschen weiter. Dann habe ich Close to Heaven Band 4 gekauft heute. Ja, ich finde den Manga so auch voll schöne Love Story. Und ja. Ich finde auch die Rückseite voll toll und ja, das... Dann habe ich bestimmt jetzt auch schon viele Close to Heaven, weil das einfach ein guter, weil es einfach ein guter Manga ist. Sehe ich einfach mit einmal drauf. Dann machen wir weiter mit Blush, oder wie man es mal ausspricht. Band 1. Ich finde auch schön, dass das Cover matt ist. Und ich mache zwei Teils. Also der erste Teil wird ein bisschen kürzer und der zweite Teil wird länger. Ja, höchstwahrscheinlich. Ja. Ja, also den wollte ich mir eigentlich schon mal kaufen, aber das ist dann nichts geworden, weil ich da dann noch andere Mangas kaufen wollte und ja, deswegen ist daraus nichts geworden. Dann machen wir weiter mit einem meiner Lieblingsreihen. Und zwar, Daytime Shooting Star, Band 3. Ich liebe diesen Manga abgöttisch. Ich ziehe den mir immer gleich rein, aber ich war ja gerade erst und dann habe ich das gleich hier gedreht und nachher werde ich den auch gleich lesen, weil der hat richtig spannend geendet und da freue ich mich jetzt schon richtig drauf, den zu lesen. Ich liebe Daytime Shooting Star. Ach, der ist so cool. Ja, ich will jetzt nicht spoilern und ja. Dann auch wenn der Teil jetzt ein bisschen kurz ist, auf jeden Fall kommt doch mal ein Teil. Und ja, dann sehen wir uns dann gleich beim nächsten, also bei dem zweiten Part. Und bis dann. Tschüss.